Servus Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Du siehst schon, was wir heute machen werden. Wir werden heute ganz viel Holz herrichten, also abrichten und auf Dicke hobeln. Wir werden es dann verleimen. Du siehst, wie ich das dann auch in meiner Bandsäge zuschneide und. Und später werden wir das Ganze drechseln. Das Interessante ist heute die Spannmethode. Wir werden das zu Beginn erstmal zwischen den Spitzen spannen und dann müssen wir noch eine zweite Achse hinzufügen, damit wir hier diese Rundung drechseln können. Und da ist die Spannmethode vielleicht für den einen oder anderen interessant, denn dafür braucht man auch überhaupt kein Spannfutter. So viel will ich mal bis jetzt hin gesagt haben. Du siehst später dann noch, welches Finish ich benutze, wie man das benutzt und wie man da so kleine Fehler mit vertuschen kann. Das ist ganz interessant. Das siehst du heute alles in dem Projekt und ich würde dir einfach viel Spaß beim Video wünschen und freue mich auf deinen Kommentar. Viel Spaß. Wir werden jetzt hier einen Klotz von 29 cm Seitenlänge herstellen und er wird 18 cm dick. Das ist ein relativ großer Klotz, das bedeutet, dass wir uns den aus verschiedenen Hölzern zusammenleimen werden. Hier habe ich zum Beispiel Esche, hier haben wir noch Walnuss, hier haben wir noch Eiche, hier haben wir noch Meranti, Multiplex. Gut, das wird auf jeden Fall nicht reinkommen. Und das werden wir uns jetzt irgendwie mal ein bisschen abrichten und auf Maß hobeln und dann einzeln zusammenleimen. Ich habe jetzt hier mal einiges an Holz zurechtgelegt. Dieses Teil werde ich in der Mitte durchschneiden. Das wird dann auf diese Seite kommen. Diese Stücke hier werde ich übereinander doppeln und dann haben wir auch schon unseren Klotz. Jetzt müssen wir das theoretisch als erstes abrichten, aber das geht noch nicht. Ich weiß noch nicht, ob es dieses Projekt auf meinem Kanal gibt, aber da habe ich sehr, sehr viel schon gehobelt und deswegen ist mein Späneabscheider im Moment voll. Ich zeige es dir mal. Oh nee. Dieses Teil hier holt die Späne raus, bevor es in die Absaugenlage reinkommt. Und ihr seht, das funktioniert relativ gut. Alles relativ viele Hobelspäne, aber da sind noch echt mega viele Sägespäne drin. Bei dem Spänenabscheider hier gibt es Pläne, die verlinke ich dir mal unten in der Videobeschreibung. Das ist ganz cool. Mir ist mittlerweile aufgefallen, dass der größte Vorteil der ist, dass einfach keine Hobelspäne mehr in eure Absauganlage reinkommen und es einfach viel, viel leiser ist. Denn die zieht dann nur noch Luft an und die ganzen Späne sind als Bonus hier in der Kiste und da müsst ihr keine Tüte wechseln. Denn das ist immer mega ätzend. Deswegen habe ich das Teil gebaut. Ich werde mir jetzt hier die ganzen Holzstücke markieren und werde dann an der Bandsäge auf Länge schneiden. Ich werde es auch im Gesamten ein bisschen länger machen, damit ich dann später den Klotz am Stück ablenken kann. Dann habe ich nämlich ein feines Schnittergebnis. Warum schneide ich es nicht an der Tischkreissäge? Ganz einfach, weil ich nicht so eine hohe Durchlasshöhe hier mit meinem Schiebeschlitten habe. Deswegen mache ich es gerade einfach auf der Bandsäge. Die anderen Stücker würden gehen, aber dann schneide ich es gerade einfach alles auf der Bandsäge. Ich habe mir überlegt, dass das verleimte Projekt später so ganz cool aussehen würde. Deswegen mache ich mir jetzt auf die Stücke, die ich als erstes verleime, ein Tischlerdreieck oder auch ein Bunddreieck genannt, damit ich das dann später verleimen kann. Die werde ich jetzt als erstes verleimen und muss sie später dann noch aufs finale Maß hobeln, damit wir außen eine schöne Außenseite haben und nur die Stirnseite schleifen müssen. Ich spanne jetzt vorne und hinten eine Schraubzwinge auf die Leimfuge. Die dienen dazu, dass sich das jetzt nicht verrückt, wenn wir da dann gleich Druck drauf bringen. Jetzt drehen wir es einmal rum. Und können jetzt die andere Seite spannen. Ich weiß, es wäre jetzt eigentlich besser, das Ganze in mehreren Zügen. Ist das jetzt mal schon rund oder was? Oh nee, oder? Ihr seht, ich habe hier diesen Klotz jetzt schon zusammengeleimt. Das habe ich leider nicht mehr gefilmt, weil die Speicherkarte voll war. Und jetzt werde ich noch hier diese Seitenstücke dranleimen. Das wollte ich eigentlich gestern schon zusammenleimen, aber ich habe gesehen, dass dieser Klotz hier leicht schief ist. Deswegen habe ich lieber gewartet. Und das Teil hier werden wir jetzt nochmal durch die Linkenholmaschine führen, damit wir eine schöne ebene Fläche haben, die wir dann noch gut verleimen können.
Jetzt schneiden wir das Teil auf Länge. Später ist das ja ein Rechteck, nein, ein Quadrat. Aber ich schneide es jetzt noch ein bisschen länger zu. Dann habe ich nämlich Platz einfach, um einen Rezess anzudrechseln. Ich baue jetzt meinen Bandschleifer und ich habe erst gestern hier dieses Projekt fertiggestellt. Das ist auch ein eigenes Projekt aus meinem Kanal. Das sind Regale, die könnt ihr euch unter die Decke bauen und hier habe ich meinen Bandschleifer drin. Falls euch das Projekt interessiert, ist es entweder noch nicht online oder es ist jetzt sehr wahrscheinlich oben rechts im Eck gelinkt. Ich habe meinen Holzklotz jetzt vorne in die Vorderzange von der Hobelwand eingespannt. Und ich habe extra die Seite, die schon relativ gerade ist, jetzt nach oben gepackt. Da muss ich nicht so viel schleifen. Ich will ja als erstes jetzt einen Rezess andrechseln, deswegen kommt die Seite, die wir noch nicht geschliffen haben, auf die rechte Seite. Denn die können wir dann besser bearbeiten. Immer wenn ihr sowas drechselt, müsst ihr echt aufpassen, dass ihr da nicht mit euren Händen reinkommt. Weil ihr könnt euch ja vorstellen, was sowas für einen Schaden anrichten kann. Ich fange jetzt erstmal mit einer relativ spitzen Röhre an, hier außen das Material wegzudrechseln. Damit wir einen Rezess bekommen. Wisst ihr was? Ich glaube, ich schärfe erstmal mein Werkzeug. Aber das sieht schon gut aus. Das sieht sehr gut aus. Ich habe jetzt hier einen super, super stabilen Rezess angedrechselt. Ihr seht auch, der ist entsprechend groß, denn wir werden das jetzt hier dran gleich festspannen mit unserem Vierbackenfutter. Das seht ihr dann noch gleich und können dann in die Innenform ausdrechseln. Über hier diese Ausrisse. Oh, leck. Ihr seht, wir haben hier ein paar Ausrisse. Deswegen habe ich das Werkstück auch ein bisschen länger gemacht. Dann können wir das später wieder wegschneiden und dann wegschleifen. Wir werden in der Mitte das als erstes mit einem Forstnerbohrer freibohren. Nicht wundern, warum der Bohrer hier so, dieser Forstnerbohrer so lang ist. Der ist noch vom Vorbesitzer von meiner alten Drechselbank und das ist einfach der dickste Forstnerbohrer, den ich habe. Deswegen hole ich den jetzt zu Beginn mal. Aber so einen dicken braucht ihr normalerweise natürlich nicht. Ich werde einfach das Wasserglas holen, das habe ich meiner Mutter stibitzt. Und das werden wir hier einfach einlassen. In die Kommentare, wer von euch diesen Blasebalken hier kennt. Um mir ein bisschen Arbeit zu erleichtern, werde ich hier mit dem Topfbohrer als auch so weit wie tief wie möglich, was für ein gutes Deutsch schon wieder, runterbohren. Da muss ich nur noch oben den Durchmesser ein klein wenig anpassen. Freund, das ist falsch drin. Oh, fuck off, nein, jetzt ist er. Kacke. Das Loch ist jetzt fertig gedrechselt, hat doch ein bisschen länger gedauert als gedacht. Auf jeden Fall können wir jetzt unten den Rezess abschneiden. Und jetzt seht ihr auch, warum wir das Ding ein bisschen länger gelassen haben eben. Und die Seite hier können wir jetzt wie eben auch schleifen. Das war ein Bandschleifer. Das ist die Seite, auf der später die Rundung rankommen wird. Und da müssen wir uns jetzt die Mitte markieren. Generell ein kleiner Tipp beim Drechseln. Es bringt oft was, wenn ihr euch hier den Punkt ein bisschen auch ins Material markiert. Mit so einem Dorn, mit einem einfachen. Dann könnt ihr nämlich einfach den Mitnehmer besser direkt hier einfädeln. Jetzt müssen... Einfach da. Ihr seht, ich habe hier eine Multiplexplatte auf eine Planscheibe aufgeschraubt und wir werden das Ganze jetzt mit Heißkleber befestigen. Für die Leute, die es nicht kennen, ist es wahrscheinlich relativ fragwürdig, ob das hält, aber das hält echt bombastisch. Teilweise bekommt man das auch gar nicht mehr ab. Ich werde jetzt hier relativ viel Heißkleber auf den Sockel geben und dann werden wir es später mit dem Reitstock hier gegen den Spindelstock drücken. So.
jetzt relativ schnell gehen. Ihr seht, das ist jetzt leider ein bisschen schief drauf. Das liegt, glaube ich, an der großen Fläche. Und ich habe ein bisschen ungleichmäßig den Heißkleber drauf gemacht. Ist aber auch nicht so tragisch. Auf die Größe wird man es nicht sehen. Was ich immer noch ganz gerne mache bei so großen Stücken, ich mache ganz gerne hier einen Rand aus Heißkleber außenrum. Der hält es dann auch nochmal ganz gut fest. Ihr seht, das Ganze hält so auf jeden Fall mal. Das ist auch echt stabil. Ich werde es jetzt mal anmachen. Jetzt können wir anfangen, diese Rundung da rein zu drechseln. Natürlich müsst ihr, wenn ihr das Ganze nachmacht, echt aufpassen, dass ihr da nicht einen Zentimeter Span abnehmt. Dafür ist es dann nicht so geeignet. Ihr müsst halt einfach dran denken, dass das nicht so die Mega-Verbindung ist, obwohl sie schon ganz gut ist. Ihr seht, die eigentliche Form haben wir jetzt schon dran. Ich habe jetzt den Reitschock wieder weggebracht und jetzt kann ich hier diese Rundung noch ein bisschen nach da hinten verfeinern. Und ja, dann sind wir auch schon bald fertig. Aber hier diese Rundung, die muss ich jetzt noch verfeinern. Ich benutze dafür den Schaber. Die Oberfläche ist echt gut, den der Schaber hier hinterlässt. Wir werden das hier später auch noch ein bisschen schleifen und da bekommt ihr eben einfach eine gleichmäßige Oberfläche mit hin. Gerade habe ich mich echt ziemlich erschrocken. Ihr könnt euch ja vorstellen, warum. Ah, ihr könnt mir jetzt glauben, dass das hier eine stabile Verbindung ist. Was nicht so stabil war, waren die Schrauben im Holz. Ich hätte nicht gedacht, dass die da rausreißen, weil das waren echt viele. Ich werde es jetzt wieder festschrauben und dann werden wir weiter drechseln. Wir haben jetzt hier zum Glück keine Macken an den Sichtseiten. Okay, doch, wir haben natürlich eine Macke an der Sichtseite. Die werden wir später rausschleifen. Aber ansonsten ist das Ding eigentlich sogar noch heile geblieben. Oh Mann. Ihr seht hier, unsere Blumenvase ist jetzt schon echt schön runtergeschliffen. Ich habe aber eben als erstes noch hier diese Holzplatte abgemacht, habe da mit dem Stemmeisen diesen Heißkleber so abgeschabt und habe dann einfach gut geschliffen. Ich habe es bis zur Körnung 320 geschliffen, in den meisten Fällen reicht es dann auch. Speziell hier auf dem Stirnholz braucht ihr eigentlich nie so viel. Jetzt kommen wir zum Finish und ich werde auch hierfür wieder mein eigenes Finish benutzen. Und endlich sind meine Sticker da. Jetzt kann ich es endlich bald in meinem Shop veröffentlichen. Es kann sein, je nachdem wann das Video hier rauskommt, ist das Finish doch noch nicht gibt. Dann wird es noch ein paar Tage dauern. Ich muss noch ein paar Sachen erledigen, bis das Ganze wirklich bruchreif ist. Wie trägt man das Finish auf? Das ist ganz einfach. Ich lege mal als erstes hier eine Unterlage runter, damit ich mein Holzobjekt nicht dreckig mache. Und danach können wir einfach hier unser Finish holen. Das ist übrigens auch lebensmittelecht. Das bedeutet, ihr könnt das hier Holzschalen holen, wo ihr Obst drin lagert. Und das müssen wir dann einfach nur noch hier rauf verreiben. Und ich sage es immer wieder, das Coole an dem Finish ist der Wachsgehalt, denn mit diesem Wachs könnt ihr eben kleine Fehler am Holz ein bisschen vertuschen. Das hier ist so ein Fehler, das ist auch der Grund, weswegen eben diese Vase rausgeflogen ist. Und wenn ich das jetzt hier raufgebe, sieht man es schon nicht mehr so arg. Und wenn ich jetzt noch ein bisschen weiter rauszoome, sieht man den Fehler eigentlich schon so gut wie gar nicht mehr. Und das ist eben das Coole daran. Und wenn wir uns jetzt das Stirnholz anschauen, sieht das auch mal wieder echt einmalig aus, wenn das Stirnholz das Finish aufzieht. Und es dann die Farbe Reis gibt. Das ist einfach schön. Wenn wir es dann satt aufgetragen haben, können wir es mit einfach ein bisschen Papier abreiben. Dann holen wir den Überschuss ab und sind dann auch schon fertig. Das ist halt schön, wenn ihr am Drechseln seid. Dann könnt ihr den Überschuss einfach mit ein paar Drechselspänen ganz, ganz einfach abnehmen. Aber hier reicht es auch aus, wenn ihr mit Papier über die Oberfläche geht. Natürlich muss hier jetzt nur noch die passende Pflanze rein. Mega. Ist das nicht cool? Ihr seht, die Blumenvase ist jetzt endlich fertig. Ich habe mich für einen Kaktus entschieden, einfach nur, weil ich ein riesen Kaktus-Fan bin. In meinem VW-Bus steht ja auch ein Kaktus. Und ich finde, der macht sich da richtig gut drin.
Falls ihr es nicht richtig gesehen habt, ich habe ein großes Sprudelglas benutzt und da habe ich den Kaktus einfach reingesetzt und das schaut echt richtig cool aus. Alles in allem bin ich echt richtig zufrieden mit dem kompletten Projekt. Die Farben von dem Holz sind richtig schön rausgekommen, vor allem das Miranti ist mit dem Finish echt schön dunkel geworden, sodass man einen schönen Kontrast zur Eiche hat. Gefällt mir also richtig gut. Du kannst mir ja mal gerne in die Kommentare schreiben, ob du dieses Verfahren über zwei Achsen drechseln schon ausprobiert hast oder ob du jetzt irgendwie eine Idee für nächstes Projekt für bei dir zu Hause bekommen hast. Das würde mich echt freuen, das zu hören. Und generell kannst du mir mal gerne in die Kommentare schreiben, wie dir das Projekt gefallen hat und kannst mir vorschlagen, was ich als nächstes vielleicht mal bauen kann. Das soll es für heute gewesen sein. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und bedanke mich bei dir, dass du bis jetzt am Video dran geblieben bist. Thank you.